Grüß dich, herzlich willkommen. Ja, es ist wieder soweit. Wir gehen zum dritten, die dritte Würfelrunde von Strick 6 in 2020. Ich hoffe, ich schaue jetzt irgendwo in die richtige Richtung und man kann mich komplett sehen, weil ich nehme es gerade mit der Rückseite der Kamera auf und da sehe ich ehrlich gesagt gar nichts. Aber da kann ich dann besser drehen und den Würfel beobachten. Also, ja. Ja, wir haben tatsächlich dann schon Halbzeit, weil es ist ja schon das dritte Projekt von sechs und ich bin gespannt, welche Zahl gewürfelt wird. Bisher hatten wir die 2 und die Zahl 6 gewürfelt und dann schauen wir mal, was diesmal rauskommt. Inzwischen sind auch schon ganz, ganz viele tolle Projekte entstanden. Schaut mal auch auf meine Ravelry-Gruppe, Strick 6 in 2020. Da werden immer auch viele Fotos gepostet, wenn ihr nicht in der WhatsApp-Gruppe drin seid. Und da einfach bei den einzelnen Monaten mal durchschauen. Also da sind gigantisch schöne Projekte zu sehen, die wieder in diesen vergangenen 2 Monaten entstanden sind. Da ist alles dabei, von Socken über Schals und Mützen bis hin zu tollen Pullovern und Jacken. Jo, jetzt möchte ich euch nicht weiter auf die Folter spannen und dann gleich würfeln. Das heißt, ja, ich werde ja immer wieder nachgefragt nach meinen harten Strafen, die da ausgesprochen werden, wenn man sich da nicht an die Regeln hält, sprich, wenn man irgendetwas tauscht. Eigentlich habe ich gedacht, über Ostern muss man natürlich dann ein paar Schoko-Ostereier essen, aber das ist inzwischen ja schon vorbei. Ja, aber ich denke so, es kommt ja das Frühjahr und da ist ja dann auch so ein bisschen die Eiszeit geht wieder los und ich glaube, da bleibe ich wieder bei meiner alten bewährten Strafe. Also ihr müsst wieder Eis essen. Wenn ihr schummelt, müsst ihr mindestens 2 Kugeln Eis essen oder eine Kugel Eis mit einem fetten Sahnehäubchen obendrauf. Jo. Dann schauen wir mal, was der Würfel sagt. Ich drehe jetzt die Kamera. Ich hoffe, euch wird es nicht schwindelig. So, da liegt der Würfel. Und jetzt sehe ich endlich auch mal, was ich filme. So, ich nehme ihn in die Hand und Spannung steigt. Supp. Ah, ich habe die Nummer 4 gewürfelt. Also, das neue Projekt ist das mit der Nummer 4. Schaut bitte nach, was ihr macht. Ich weiß es nicht, was es ist. Ich werde es aber gleich tun. Und dann wünsche ich euch frohes Stricken für die Monate Mai und Juni mit dem Projekt Nummer 4.